Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zur heutigen User-Frage, die mich erreicht hat. Wie stecke ich denn die Komponenten, wenn ich alle habe, für eine Insel-Solaranlage zusammen? Es geht also heute nicht darum, wie stelle ich das Zeug zusammen, sondern wie stöpsel ich es denn zusammen? Wenn ihr jetzt das Video seht und sagt, ja, aber ich muss doch noch die Komponenten, ihr seid hier nicht falsch. Es sind über 400 Videos online, schaut mal in die Playlists rein. Ich habe für Kleingärten, ich habe für Garagen, ich habe für diverse Anwendungszwecke schon die ein oder andere Solaranlage zusammen mal gestellt und auch die Komponenten unter die einzelnen Videos drunter gemacht. Da ist also eigentlich für jede Größe was dabei. So, jetzt aber die Frage, und das ist eigentlich eine Frage, die ist so einfach, dass, also für mich so einfach, dass ich mir nicht gedacht habe, dass das ganz wichtig ist. Und doch, wenn man näher drüber nachdenkt, ist sie total wichtig. Was stecke ich denn jetzt wo, wie zusammen? Und da gibt es ein paar einfache Grundregeln, die nicht in jedem Fall zwingend beachtet werden müssen. Deswegen werden die ganz Schlauen dann wieder drunter schreiben, ja, aber im Fall sowieso muss man es nicht. Wenn man sich aber dran hält, habt ihr keine Probleme. Ja? Und darüber wollen wir jetzt einfach mal sprechen. Wem der Content gefällt, der kann gern dabei bleiben. Wie gesagt, stolpert ein bisschen auf dem Kanal. Ihr findet eigentlich zu allem irgendwas. Bitte schreibt mir keine E-Mails, wenn ihr nicht mehr mindestens 20 Videos angeschaut habt und euch einen Grundstock angefuttert habt, weil ansonsten ist das komplett, das bringt nichts. Ja, wenn ich hört, ja, hier, ich habe mal eine Frage wie von Kleingarten, schaut bitte erst, es gibt es schon. Und dann, wenn am Ende noch Fragen sind, dann finden wir schon irgendeine Lösung, um euch da weiterzuhelfen. So, das allererste, was ich mal sagen würde, ist, der Speicher, den ihr für eure Anlage wollt, der muss schon mal vorbereitet sein. Also, ihr habt eine Batterie, in meinem Fall jetzt mal eine Lithium-Eisenphosphat, damit ich den Stein auch heben kann. So, und das ist eine 12-Volt-Batterie. Und ich will gern ein 12-Volt-System bauen, dann hätte ich zum Beispiel noch eine zweite Batterie und dann bräuchte ich Plus an Plus und Minus an Minus und schalte die beiden hintereinander und alles ist gut. Das Leben ist schön, so habe ich mir das geplant. Gut, das solltet ihr vorbereiten. Der Speicher sollte also dastehen. Oder ihr sagt, naja, ich habe zwar die zwei 12-Volt-Batterien, aber ich hätte ja gern ein 24-Volt-System. Klick. Und ihr schaltet Plus von der einen Batterie an Minus von der anderen Batterie und macht euch eine logisch verlängerte Batterie, nämlich eine 24-Volt-Batterie. Das sollte vorbereitet sein. Und jetzt die gute Nachricht. Man kann so eine Batterie und so einen Wechselrichter kann man einfach separat auch betreiben, ohne dass man Solar hat. Es gibt ja Leute, die laden sich hier so eine Batterie oder halt eine Autobatterie oder LKW-Batterie, laden die sich auf, ganz normal in der Steckdose, nehmen die irgendwo mit hin, weil es halt über Nacht ist oder ein Campingausflug für 2 Tage oder keine Ahnung, irgendwas, da geht es nur um Handy aufladen oder sowas. Denn an den Dingern sind ja meistens auch USBs dran. So, dann könnt ihr einfach Kabel da anstecken und könnt so einen Spannungswandler, der aus dem Batteriestrom entweder USB oder 230 Volt Strom macht, könnt ihr einfach unabhängig von irgendwas könnt ihr das betreiben. Das geht. Aber die Kabel von diesem Spannungswandler zur Batterie sind kurz. Und zwar so kurz wie möglich, so dick wie möglich. Das ist hier ein kleiner 300 Watt Wechselrichter, aber ihr seht, dass da ganz schön dicke Kabel dran sind. Weil hier zwischen Batterie und diesem Teil fließt der größte Strom. Und jetzt kommen wir zur zweiten. Die ist auch nicht wirklich schlimm, aber jetzt müsst ihr mal aufpassen. Als allererstes vorbereiteter Speicher. Als allererstes solltet ihr jetzt, wenn ihr eine Insel-Solaranlage zusammenbaut, an euren Speicher euren Laderegler anstecken und nicht erst die PV. Warum? Erstens können das nicht alle Laderegler. Das ist einfach so. Und zweitens, selbst wenn euer Laderegler das kann, und er hat keinen Speicher dran, dann muss er ja annehmen, was wäre denn, wenn ich angesteckt wäre, eventuell die Spannung. Und das ist dann wahrscheinlich Murphys Gesetz falsch. Es ist also relativ einfach. Es gibt dann auch die, für die ganz Schlauen, es gibt dann auch die, wo man es nachträglich noch einstellen kann. Nur, dass ich es gesagt habe. Aber wir wissen ja nicht, welches Modell ihr benutzt. Also habt ihr eine Batterie und steckt euren Laderegler da an. Und zwar je nachdem. Also hier ist zum Beispiel, bei dem ist zum Beispiel das so, dass das hier PV und das hier ist die Batterie, wird das angesteckt. Jetzt erkennt der Laderegler, das ist jetzt ein reines 12-Volt-Modell. Jetzt erkennt er die Spannung der Batterie. Aha, geht, ich bin betriebsbereit. Wenn ich jetzt ein PV-Modul ranhänge, dann kann das Ding sofort losarbeiten. Reiner 12-Volt-Laderegler. Aber was ist, wenn ihr einen
PWM-Laderegler habe, der 12 und 24 Volt kann. Könnte ja sein. Oder so ein Modell. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja gerade das. Ihr habt kein qualitativ hochwertiges. Ihr habt halt irgendwas. Deswegen muss die Angabe allgemeingültig sein. Oder der hier. Der ist doch super. Der ist doch klasse, oder? Super Laderegler. Größer als der hier. Sogar MPPT. Naja, der kann aber wieder nur 12 Volt. Der kann 12 und 24. Sind beide gleich groß. Schwierig, ne? Bei dem hier hätten wir keine Probleme. So. Oder ihr baut was richtig Gutes. Victron. Kann man hinterher noch einstellen. Aber es ist einfacher, wenn man das schon anstellt. Dann erkennt der Laderegler, ist eine 12-Volt-Batterie. Oder ist eine 24-Volt-Batterie. Und stellt sich schon darauf ein. So. Oder ihr habt einen richtig fetten Oschi. Kann ja sein. Ja, Spoiler, ihr kennt den noch nicht. Die den Kanal verfolgen. Spoiler jetzt, ich halte ihn jetzt einfach mal so in die Kamera. Bin schon am Testen. Großer MPPT-Laderegler. Direkt eingestellt für Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Ja. Geniales Teil. Haben wir einen guten, haben wir einen schlechten Laderegler, haben wir einen, der das automatisch erkennt, haben wir einen, der das hinterher noch eingestellt bekommen kann? Wissen wir nicht. Deswegen allgemeingültig, Batterie, Laderegler an die Batterie anschließen, wir bekommen ein Bild. Bitte auch hier wieder die Kabel zwischen Batterie und Laderegler so kurz wie möglich, so dick wie möglich. Also so dick, was auch immer da reingeht und so kurz es euch möglich ist. Auch da fließt richtig Schmott, da werden die Kabel warm. So. Und erst dann schließt ihr die Solarpanels an. Wem das alles zu gefährlich ist, der kann natürlich auch Folgendes tun. Er kann warten, bis Nacht ist. Der kann seinen Laderegler anschließen plus den Spannungswandler anschließen. Das kann man dann einfach alles aufeinander schrauben. Und die Solarmodule anschließen, die dann aber ja noch nicht laufen, weil es ist ja Nacht. Geht auch oder am Abend oder am Morgen oder so. Und dann läuft das System. Ja, Angst. Es gibt wirklich Leute, die haben wirklich ganz viel Angst vor einem Schlag. Und wem das so ist, der kann sich ja mal die Playlist anschauen. Ich habe ja mal schon mal reingeschrieben, wo ich das mit den Sicherungen mache. Wenn ich an meiner Anlage was mache, klicke ich erst die Sicherungen raus, dann ist das ganze Ding tot. Und dann bastle ich an meiner Anlage rum. Ist einfach der Sicherheit wegen. Aber darum geht es ja heute nicht. Heute geht es ja erstmal nur ums Ranschließen. So. Und wenn ihr das, beachtet, dass ihr eben erstmal alles an die Batterie verdrahtet. Das ist ganz einfach auch praktisch, weil ich habe erstmal eine LED. Ich kann erstmal sehen, was los ist. Und wenn ihr dann anschließend die Solarpanels ranhängt, könnt ihr gleich sehen, aha, ich befinde mich in diesem Schritt. Ihr bekommt schon mal ein Gefühl für das Display. Ihr könnt schon mal durchklicken, ohne dass ihr schon Angst haben müsst, dass vielleicht irgendwas falsch ist. Und dann schließt ihr die Solarpanels an, stellt fest, aha, jetzt ändert sich die Anzeige so, jetzt fließt das hier. So verhält sich das. Dann habt ihr gleich noch ein bisschen Sicherheit gewonnen. Batteriespeicher vorbereiten. Laderegler, gegebenenfalls Spannungswandler, an die Batterie anschließen. Und im letzten Schritt bitte erst die Solarmodule an den Laderegler. Das wäre die ultimative oder die allgemeingültige Vorgehensweise, wie man das System zusammensteckt. Der Laderegler hat schon mal Gelegenheit zu erkennen, was das für eine Batteriespannung ist. Und anschließend kann er die Solarpanels gleich passend ansteuern. Und dann braucht er nur noch Sonne. Sonne, die im Moment noch für alle kostenlos scheint. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen.